Jo, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Ja, und auf Wunsch eines Zuschauers, der hat sich das schon vor geraumer Zeit gewünscht, dass ich das einmal zeige, wie man hier die gemeinsamen Angeln funktioniert. Und das ist eigentlich ganz einfach. Geht hier auf Freunde und neben Freunde gibt es hier gemeinsam Angeln. Da klickt ihr einmal drauf, dann könnt ihr hier das Gewässer einstellen, aber es gibt ja bis jetzt nur ein Ozeangewässer. Sobald da neue Maps kommen, werden die dann hier zur Auswahl stehen. Und ja, hier kann man dann die Tageszeit oder Nachtzeit einstellen und das Wetter. Wetter, wenn man das nicht haben will hier, dann nimmt man zum Beispiel das. Das angle ich immer ganz gern, weil da ist den ganzen Tag gute Beißkurve. Und so, einmal okay. Und dann geht man hier einmal auf das Boot, sagt auch okay, erstellen. Und ja, und hier kann man dann, also hier steht man ja selbst. Na, kann mich aber auch hierhin bewegen. So, aber der Platz bleibt trotzdem reserviert. Ja, und die drei Plätze, da kann man dann Freunde oder ja, Freunde eigentlich nur einladen. Nicht nur Vereinsleute, sondern auch Freunde, die jetzt hier zum Beispiel gerade angeln. Oder Vereinskollegen. Ich nehme mal hier den. Ich nehme mal den Kritzel. Der ist zwar gerade nicht da, aber egal. Okay. Und dann sagt man starten. Und dann geht es auch schon los. Man startet natürlich immer im Hafen, egal ob man vorher irgendwo auf dem Ozean draußen war. Und dann muss man natürlich wieder neu erstmal dahin reisen. So, und ich werde es mal hier, glaube ich, mal probieren. Das Gewässer. Ja, das ist großer Riffkalmar. Ja, in Tropigröße. Und da waren die anderen beiden. Ja, genau. Ich werde hierher reisen und mal das mit dem Pilger probieren. Ich habe zwar jetzt niemanden an Bord, aber ich hoffe, dass es trotzdem funktioniert, wenn ich einen fange, ein einzigartig, weil für die Mission muss man ja hier mit Pilger alle in einzigartigen Größe fangen. Unter anderem einen grünen Snapper, der beißt hier ganz gut und Riffkalmar beißt hier ganz gut. Ja, die anderen drei beißen hier nicht gut an der Stelle, aber zum Testen langt das ja hier erstmal. So, gehen wir mal hier an den Platz, wo wir hin müssen. Und dann pilken wir hier mal eine Runde rum, ne? Obwohl echtes Pilken ist das ja nicht, das ist ja mehr. Normales Köderführen hier. Pilken, echtes Pilken funktioniert mit den Pilkern hier nicht. Schade, viel Biss. Ich habe mich für den Trophy-Pilger 60 Gramm Raute 4.0 entschieden. Und das Ganze auf der stärksten Spin-Route. Ich habe aber was Starkes dran hier. Aber da habe ich ihn. Einziger die japanische Bernstein. Schade. Die ist natürlich nicht dabei, aber ich mache mal ein schönes Bild. Falls ich nichts Besseres fange, habe ich wenigstens ein schönes Thumbnail. Noch ein kleiner Tick. So.
Jo, so passt's. Und den wieder da drunter, wie immer. Okay, ein paar Bilder gemacht, eins davon wird schon passen. Aber gleich zu Beginn dann wieder einen einzigartigen, das ist nice. So, und dann werfe ich als nächstes dahin. Aber wie gesagt, was mich jetzt interessiert ist, was passiert, wenn man alleine angelt und einen Zielfisch fängt? Zählt er dann oder zählt er nicht? Weil ich habe ja jemanden eingeladen. Dass der jetzt nicht kommt, ist ja nicht meine Schuld. Ob man dafür jetzt hier bestraft wird, im Endeffekt, also gesagt, indirekt bestraft wird, dass keiner rankommt hier. Und man deswegen die Fische nicht zählen. Nochmal japanische Bernstein in Trophy, auch schön. So, jetzt bitte mal ein Riffkalmar. Wo sind meine Markierungen jetzt hin? Hä? Ach du Scheiße, ich bin so weit nach vorne gezogen worden durch den. Blöden. Einzigartigen. Eins, zwei, drei. Stopp. Lass mir auch den Anker mal geworfen. So, jetzt mal einen grünen Snapper einzigartig oder einen Riffkalmar einzigartig, bitte. Danke. Das ist ein Riffkalmar, aber kein einzigartiger. Ein junger Riffkalmar sogar nur. Noch nicht mal normaler. Und der nächste Riffkalmar. Ja, bin ich schon mal ein normaler. Das könnte ein grüner Snapper sein oder ein großer Riffkalmar. Jo, einzigartiger Riffkalmar. Mach ich da auch nochmal ein Bild. Dichter kann ich nicht ranzoomen. Das ist auch blöde. Und dann funktioniert das wieder nicht hier. Ich kann zwar ranzoomen, aber ich kann meinen Charakter nicht bewegen hier.
kann ich nicht bewegen. Aha, jetzt. Jetzt kann ich ihn wieder bewegen. Kann ich auch wieder dichter ranzoomen? Ja, kann ich. Doch dichter geht's nicht. Schade. So. Machen wir das weg. Das packen wir dann daneben. Ne? So. Damit wir das Bild gut beschneiden können und dann machen wir mal. Kannst du mal aufhören, dich zu drehen? Okay, ein paar Bilder gemacht. So, jetzt gucken wir mal, ob der gezählt hat. Einzigartiger Riffkeimer. Achso, hatte der das richtige Gewicht? Einmal gucken. 1,75. 1,75. Ja, 1,75. Also er hatte gerade eben so genau das passende Gewicht, hat aber nicht gezählt. Also man muss einen zweiten Mann mindestens an Bord haben, damit die Fische dann in der Mission auch zählen. Schade eigentlich. Was gibt es hier als Preis? Trophy Pilker 150 Gramm, den habe ich doch schon. Trophy Pilker 80 Gramm, den habe ich noch nicht. Und Trophy Mini Pilker 50 Gramm. Ja, jetzt habe ich ja den 60 Gramm drauf, ne? Ja. 10 Gramm vor Mini Pilker. 10 Gramm weniger, dann ist es schon Mini Pilker. So, dann fangen wir hier noch ein, zwei, drei Fische. Und dann endet das Video auch schon wieder. Na, nach dem zweiten einzigartigen will ich jetzt erstmal wieder gar nichts beißen. Achso, ich kann ja noch mal eine Markierung setzen für den. Das war japanische Bernstein-Makrele in Trophy, die mache ich mal weg. Brauche ich nicht mehr. Da haben wir die einzigartige. Könnt ihr euch die Koordinaten abschreiben, einmal Pause drücken. Das sind die Trophys, genau. Und hier habe ich nochmal eine einzigartige. Könnt ihr auch die Pause drücken und Koordinaten abschreiben. Und da haben wir wieder ein Biss. Japanische Bernstein oder grüner Snapper.
Singers Never. Und was haben wir da? Nochmal Grüns Never, schätze ich. Jo. So, ein Fisch noch. Da werden wir da nochmal hin. Bist. Mal viel bis. Na komm, ein Fisch noch. Lass jetzt nicht so lange auf dich warten. Ich habe zwar schon viele grüne Snapper gefangen, aber bis jetzt hier noch keinen einzigartigen. Aha. Da hat sich was auf Discord getan. Bin ich am Hintergrund am Laufen. Aber das soll es dann auch gewesen sein für das Video. Und wie es weitergeht, sehen wir in den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss.